Ich finde es immer wieder nice, wenn eine Limited Edition es dann doch dauerhaft ins Sortiment schafft. Das ist das Motto dieses Videos und damit willkommen bei Fresh Poseidon Reviews zum Thema Gaming Booster. Heute wieder mit einem Triebwerk Energy am Start. Wir haben die Geschmacksrichtung Prickly Pear heute, beziehungsweise die Kaktusfeige. Das war mal eine Limited Edition für die Losers. Wenn man Triebwerkpartner ist, dann hat man ja die Möglichkeit, ab einem bestimmten Level seinen eigenen Booster zu kreieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ganze dann zustande kommt, ob man zum Beispiel sagt, ich möchte eine Kirsch-Vanille und Triebwerk macht das dann oder ob die dann Vorgaben haben, das ist möglich und du suchst dir dann was aus. Das kann ich euch leider nicht sagen, aber wie gesagt, das war mal eine Limited Edition. Jetzt haben wir das Ganze dauerhaft im Sortiment. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil die Geschmacksrichtung habe ich so auch nirgendwo bisher mal gesehen auf dem deutschen Gaming-Booster-Markt. Wenn ich da mich irre, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, wer noch sowas anbietet. Aber Kaktusfeige ist mir so halt aktuell nicht aufgefallen. Wenn ihr das Ganze selber mal testen wollt, wenn ihr generell mal Bock drauf habt, Triebwerk eine Chance zu geben, dann könnt ihr gerne mit meinem Code, wenn ihr mich auch ein bisschen unterstützen wollt, mit dem Code Fresh Poseidon New mit Doppel-I, ich schreibe das aber auch nochmal in die Videobeschreibung, 20% auf eure erste Bestellung sparen oder halt Fresh Poseidon 10, dann spart ihr 10% auf eure nächste Bestellung. Ist nicht viel, aber besser als gar nichts. So, ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einmal fertig und dann gibt es natürlich auch gleich wie immer den Geschmackstest. Leider habe ich kein Sombrero hier und kein Schnurrbart, sonst hätte ich hier so ein bisschen Mexiko-Feeling reingebracht, weil ich Kaktus oder Kakteen generell immer ja, mit Mexiko verbinde. Ich finde auf jeden Fall Mexiko auch generell ein sehr interessantes Land, wo ich gerne mal hinreisen würde, weil mich dort auch so ein bisschen die Kultur interessiert. Ja, wäre auf jeden Fall lustig gewesen, dann hätte ich euch hier ein kleines Ständchen gesungen. Aber es soll nicht sein. Ich wollte gerade Kakteen, Kaktusse sagen. Da gibt es ja diesen Insider. Kaktusse. Nein, natürlich nicht. Wir machen mal einen kleinen Geruchstest. Riecht auf jeden Fall schon sehr fruchtig und riecht auf jeden Fall sehr angenehm. So, jetzt werde ich das Ganze einmal shaken. Und in der Zeit, ich habe hier leider nur eine Probe, ich habe leider keine komplette Dose, aber ich werde euch das mal zeigen. Dann habt ihr schon so einen kleinen Eindruck vom Design. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Hat auch ein neues Design bekommen gegenüber früher. So sieht die Probe aus. Also man kriegt dann auch so eine Flasche. Wenn ihr selber mal irgendwie Triebwerk erstmal so testen wollt, ihr könnt sie auch auf Instagram anschreiben. Die packen euch auch einzelne Proben ab. So ist es nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass sie das machen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich würde gerne mal den Himbeer-Vanille oder so testen, schreibt die einfach mal auf Insta an. Sagt, ihr würdet da gerne eine einzelne Probe haben. Müsst ihr zwar den Versand bezahlen, aber ja, die packen euch auch von jedem Booster einen ab. So ist es nicht. Also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Finde ich auch gut, dass sie das machen. Weil man ist ja auch manchmal mal ein bisschen unsicher, mag ich jetzt die Geschmacksrichtung oder nicht? Soll ich mir davon jetzt eine ganze Dose holen? Ist natürlich auch immer so ein bisschen riskant. Das ist immer halt ärgerlich, wenn man sich eine ganze Dose holt und dann mag man es nicht. Naja, so, ich werde das Ganze jetzt mit kohlensäurehaltigem Wasser einmal auffüllen. Ich hab mir mal Hella geholt. Ein Premium-Wasser. Nein, natürlich nicht. So, jetzt haben wir hier natürlich ganz schön viel Schaum, der sich hier gebildet hat. Ich habe mir jetzt auch noch ein Glas geholt, damit ich das Ganze dann einmal dort reinmachen kann, um euch die Farbe einmal zu zeigen. So. Ich habe hier allerdings jetzt bitte nichts Falsches von mir denken. Ich habe hier ein Havanna Club Glas. Das stand ganz vorne, deswegen habe ich das genommen. Ich wollte eigentlich erst mein veganes Schaumsüppchen Glas nehmen, aber das habe ich irgendwie nicht gefunden. Ja. So, dann füllen wir das einmal hier rein. Und wir haben hier eine typische Kaktusfeige-Farbe von einem Saft. Ich habe tatsächlich schon mal einen Kaktussaft getrunken. Der war auch grünlich. Also so sieht das Ganze hier aus. Ja, ich werde den ersten Taste tatsächlich mal aus dem Glas nehmen. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Also ich freue mich jetzt wirklich sehr auf diese Sorte und würde sagen, let's go. Das ist interessant. Also, das ist wirklich eine sehr interessante Sorte. Vom Geschmack her. Der erste Eindruck schon mal sehr gut. Schön intensiv. Angenehm süß. Man hat auch so diesen typischen Kaktusgeschmack. Ist jetzt natürlich schwer zu beschreiben, aber wenn ihr schon mal Kaktussaft getrunken habt, es geht auf jeden Fall in diese Richtung eines Saftes.
Trotzdem finde ich es als Booster auch interessant. Also der Geschmack ist wirklich mal wieder sehr gut umgesetzt. Hat eine angenehme Süße, angenehmen Fruchtgeschmack, schmeckt angenehm wie nach Kaktusfeige. Ja, als Vergleich das jetzt zu beschreiben, ist gerade ein bisschen schwierig. Es schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie dieses Kaktuseis. Also so ein ganz bisschen. Nur nicht so extrem süß und mit weniger, also natürlich auch mit weniger Zucker, weil in dem Eis ist natürlich auch wesentlich viel Zucker drin. Was ich noch vergessen habe zu sagen, bei Triebwerk haben wir 247 Milligramm Koffein. Ist natürlich relativ viel, deswegen würde ich euch persönlich empfehlen, immer nur ein Triebwerk am Tag zu trinken, weil 247 Milligramm Koffein natürlich schon ordentlich reinhaut. Das muss man natürlich auch sagen. Aber vom Geschmack her haben wir hier wieder einen sehr guten Booster. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet von Triebwerk. Ich habe ja jetzt schon die eine oder andere Sorte von Triebwerk getestet und bis auf eine Sorte hat mich wirklich alles immer absolut überzeugt, weil sie wirklich auch vom Geschmack her wirklich gut sind und sich auch wirklich Mühe geben, dass man hier einen guten Booster als Geschmack bekommt. Und hier haben wir wirklich wieder einen sehr guten Geschmack. Es hat eine angenehme, wie ich schon sagte, angenehme Süße, einen guten Fruchtgeschmack, nicht zu heftig, aber auch nicht zu wenig Geschmack. Mir ist es ja immer wichtig, dass das intensiv schmeckt und der Geschmack ist hier wirklich sehr überzeugend. Also, da bin ich tatsächlich wirklich echt am Überlegen, ob ich mir diesen Geschmack auch mal holen soll. Ja, schon wieder ein weiterer Geschmack, den ich mir holen will. Ich weiß gar nicht, ja, wie ich das alles hinkriegen soll. Naja, aber es hat auf jeden Fall echt einen sehr guten Geschmack. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an diesen Timbaksaft. Da gibt es ja auch Kaktus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich glaube, Timbak ist so ein, ich glaube, es ist ein polnischer Saft, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich will jetzt kein Mist erzählen, aber ich glaube, das war so ein polnischer Saft. Und der schmeckt so ähnlich. Also vom Geschmack her wirklich sehr überzeugend. Ja, was gibt es zum Kaktusfeige zu sagen? Ist ein sehr guter Booster mal wieder. Haut mich auf jeden Fall aus den Socken vom Geschmack her. Finde ich wieder sehr gelungen. Wenn man Kaktusfeige mag, dann hat man hier auf jeden Fall einen sehr guten Booster mit dem Geschmack Prickly Pear bzw. Kaktusfeige. Hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Und ich würde hier tatsächlich eine gute 9 geben, weil ich den Geschmack wirklich sehr angenehm finde. Es ist von der Süße her absolut in Ordnung. Es ist nicht zu heftig. Man hat hier einen guten, intensiven Geschmack. Man schmeckt auf jeden Fall auch die Kaktusfeige raus. Wie gesagt, wenn ihr schon mal Kaktusfeige getrunken habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Es ist sehr schwer, den Geschmack zu beschreiben, weil man halt einfach Kaktusfeige schon mal probiert haben muss. Aber ich finde den Geschmack wirklich wieder sehr gelungen, sehr gut umgesetzt. Man schmeckt auf jeden Fall, dass sich da auch Gedanken gemacht wurde und es ist auch überhaupt gar nicht wässrig oder so. Man hat wirklich echt einen sehr guten Fruchtgeschmack hier. Und das finde ich bei Triebwerk halt immer sehr gut, dass die Booster tatsächlich wirklich bisher alle Geschmack hatten. Man muss es natürlich mögen, ist klar, aber generell bin ich wieder sehr positiv überrascht von Triebwerk, dass sie hier wirklich einen guten Booster rausgehauen haben. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Bewertung steht, Geschmack habe ich beschrieben. Alles wunderbar, ich bin wieder sehr zufrieden. Habt ihr wieder super hinbekommen, Triebwerk. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Drückt gerne den Daumen nach oben Button. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu dieser Sorte, was ihr über die Sorte denkt, ob euch die Geschmacksrichtung auch interessiert, ob ihr sagt Kaktusfeige, ja, würde ich auch gerne mal testen. Oder ist das überhaupt gar nicht euers? Lasst es mich einfach gerne mal wissen und abonniert unbedingt meinen Kanal, denn nächste Woche starten wir mit der Black Week auf diesem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, ich bin auf jeden Fall schon mega hyped und ja, hoffe, wir haben auf jeden Fall dann nächste Woche hier ordentlich was zu bieten, beziehungsweise ich und ja, wie gesagt, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer angezeigt, wenn ein neues Video erscheint und wie gesagt, unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das soll's gewesen sein, bis zum nächsten Video, ihr wisst, was jetzt kommt, ich bin raus, Peace! Bis zum nächsten Video.